Das unsterbliche Herz ist ein deutsches Filmdrama des Regisseurs Veit Harlan aus dem Jahre 1939. Dies ist die Verfilmung des weitgehend überarbeiteten Bühnenstücks Das Nürnbergische Ei von Walter Harlan aus dem Jahre 1913. Das unsterbliche Herz wurde am 31. Januar 1939 im Uferpalast in Nürnberg uraufgeführt. Am 14. Februar des gleichen Jahres erfolgte die Berliner Premiere im Uferpalast am Zoo. Nürnberg im Jahre 1517. Peter Hinlein, ein erfindungsreicher Handwerker, experimentiert mit seinem Gesellen Konrad, der sich in dessen Frau verliebt hat, mit Pistolen herum, als sich plötzlich ein Schuss aus einer der Handfeuerwaffen löst. Peter Hinlein wird getroffen und ist schwer verletzt. Der herbeigerufene Arzt Dr. Schädel diagnostiziert, dass operiert werden muss. Da die Operation aber gefährlich ist, verzichtet Hinlein darauf. Er steckt die ihm noch verbleibende Zeit in die Erfindung einer Taschenuhr, dem Nürnberger Ei. Seine Frau Eve und Dr. Schädel versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten, denn sie wünschen sich, dass er sich operieren lässt. Die Rolle der Eve macht im Film deutlich, dass ihr Mann den Ruhm in der Ewigkeit erhält, sie jedoch als diejenige, die nur für ihn da zu sein hat, daran zugrunde gehen würde. Am Ende des Films gelingt Hähnlein zwar die Konstruktion der Taschenuhr, aber bald darauf stirbt er, jedoch nicht ohne die Versöhnung mit seinem Gesellen Konrad und seiner Frau Eve. Die Musik arrangierte Alois Melicher nach Motiven von Johann Sebastian Bach. Die Dreharbeiten fanden von Juli bis Dezember 1938 statt. Die Außenaufnahmen entstanden in Hildesheim, an der Ostsee sowie in Nürnberg. Zu sehen sind im Film unter anderem die Nürnberger Burg, der schöne Brunnen sowie die Frauenkirche Nürnbergs. Die Innenaufnahmen wurden im Tobis Atelier in Berlin-Johannisthal, den späteren DEFA-Studios, gedreht. Den Link zum Film findet ihr unten in der Infobox oder hier oben auf dem i. Das war's für heute. Bis zu einer nächsten Ausgabe sage ich Tschüss und auf Wiederhören.